Bauernhof mit Kaffee eröffnet sich eine grüne Zauberwelt. Was der Garten für Pflanzen ist, ist das Arboretum für Bäume. Das Arboretum Ella Hopp liegt rund 20 Fahrminuten nördlich von Hamburg. Hier gibt es etwa 4000 Baum- und Pflanzensorten. Ach ja, wer im Frühjahr kommt, kann hier 600.000 weiße Narzissen blühen sehen. Die Frösche sitzen da, aber die bewegen sich, glaube ich, nicht da in diesem Tümpelchen. Der Wasserwald mit seinen Sumpfzypressen und indischen Lotusblüten ist wohl einzigartig in Norddeutschland. Wer will, kann sich im romantischen Rosengarten neu verlieben. Oder eine der in den Hecken versteckten Plätze finden. Ja. Wie immer gilt, wer was erleben will, nimmt die kleinen versteckten Wege. Auch einzigartig ist der Wiesenpark, eine weitläufige Fläche gespickt mit Bänken zum Verweilen und Wolkenzählen. Mammutbäume gibt es auch, sogar ein Grundriss des größten Baums der Welt, des General Sherman Tree. Der steht im Sequoia Nationalpark in Kalifornien. Heute ist es heiß. Wenn auch kurz, Abkühlung liefert ein Spaziergang durch den Bambus. Der blaue Weg. Hier blüht Katzenminze und Lavendel. Auch für Kinder gibt es hier viel zu erleben. Es gibt Dinosaurier, einen Bernsteingarten und einen Spielplatz. Aber auch generell viel zu entdecken. Frösche, denen man lauschen kann, einen Duft- und Tastengarten, viele Verstecke und das einzige Insektenhotel, das ich je bewohnt gesehen habe. Die hier falsch geleitet wurden. Wir verlaufen uns etwas zwischen den Bäumen und Büschen. Wir sehen einen blauen Krug und wollen wissen, was es damit auf sich hat. Ein
Später merken wir, dass er eigentlich von der anderen Seite hätte betrachtet werden sollen und wir so ungewollt zum Teil des Bildes wurden. Ein Weg verschwindet unter einem Baum. Was sich wohl darunter verbirgt? Ein Wunderland?